So, hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links News. Und zwar dieses Mal mit einem ganz besonderen Video. Denn heute ist der 29.09.2020, genau 9.30 Uhr. Das bedeutet, die Wartungsarbeiten sind gerade beendet. Und jetzt sollte offiziell die Duel Links Sechselwelt erschienen sein. Wenn ich jetzt auf Verbindung klicken drücke, sollten wir schon reinkommen. Wenn nicht gerade irgendwas da steht, überlastet, Update muss gemacht werden. Dann tun wir das mal. Das sehr große Update ist jetzt da. Oh, wer freut sich? Ich freue mich so. Sechsel! Exceed ist endlich da! Ja, das, worauf wir schon so lange gewartet haben, wofür ich schon einige News-Folgen in Beanspruch genommen habe. Zur Feier des Tages habe ich hier sogar ein Blue-Eyes-T-Shirt an. Oh, das wird schon... geil. So, es ist soweit, Leute. Die Sechselwelt und ein neuer Charakter hinzugefügt. So, Leute, es geht los! Oh, und die neue Hotbox ist da. Schon? Direkt mit der Veröffentlichung? Geil, erstmal kaufen. So, dann haben wir das jetzt alles offiziell bekommen. Was ist das denn hier für ein Monster? Subaba-General? Ach, den kriegt man sofort, der ist gar nicht. Ah. Zweimal zur Stufe 4. Oh, den könnte ich gut in Goki spielen. 1000 Gems. Ein Fähigkeitsticket. Kartenhülle. Oh, aber jetzt kriegen wir hier richtig. Ach so, ja, okay. Das sollte ich hinkriegen. Dann machen wir das mal, die Freischaltmission. Oh, dann kann ich jetzt das erste Mal eine Exceed-Zerstörung machen. Wie geil ist das denn? So. So kann, also wir können jetzt mal direkt gucken. Man kann jetzt hier auch nach Exceed gucken. Das ist nice. Was ist mit Rang? Man kann ja auch nach Rang jetzt suchen. Also das ist auch nochmal interessant, Leute. Wir gucken uns jetzt mal jede Veränderung an, die interessant sein könnte. Exceed bezieht sich auf Exceed. Gibt's jetzt auch. Über die Bandlist reagiere ich auch noch, Leute. Karten, die sich auf Exceed beziehen. Wir wollen aber nach Exceed gucken. Filter. Da haben wir ja jetzt natürlich den Subaba-General. Speichern. Ah, ich brauche noch einen Subprep. You're not prepared for this battle. You're in for a licking. Attack. Nee, ich will ihn nämlich zerstören. Denn ich möchte meinen Subprep haben. Dann habe ich nämlich 2 Monster Stufe 4. Ich bin auch gespannt, wie die Animation aussieht. Die müssen ja auch, haben die dann schon von Anfang an die Stimmen dafür implementiert? Weil die müssen ja auch sagen, I exceed summon a monster. Here I come. I draw a card. Oh yeah. I summon a monster in attack. So, wir können Exceed beschwören, Leute. Exceed Beschwörung. Exceed zucken. I Exceed summon a monster. Hammer geil. Oh, so sieht das aus. I attack. I end my turn. I believe in my card. I draw. I end here my turn. I draw a card. Jetzt zum Beispiel könnte ich auch seinen Effekt aktivieren, aber das bringt leider nichts. Ach, man kann auch hier sehen, was für Exceed-Materialien das sind, und das sind die sind durch dieses Symbol als Exceed-Material gekennzeichnet. Interessant. Let's have ourselves a battle. My monster's gonna stomp ya. I attack. I end my turn. Get ready for this. It's my turn. Ey, ich will ein Monster, hallo. I draw a card. Oh yeah. I summon a monster in attack. Let's have I'll trounce ya. I attack you're in for a licking. Ah! My monster attack. That's the end of my turn. You're dreaming if you think I'll get a load of this. I summon a monster in attack position. Sucker. My face down card activate. So. Oh, das ist schon cool.
So, jetzt können wir seinen Effekt nämlich aktivieren. Ein Exis-Material abhängen. Oh, das ist nützlich. So, jetzt hat er 4.300 Angriffspunkte. Attack! Nice. Wir haben's. Wir haben die Freischaltmission, Leute. So, ja. Weg, weg, weg. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Hä? Ich hab doch zwei. Ach, wollte schon sagen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Sechsel freigeschaltet. Öffne das Tor des Schicksals. Wer den Anime kennt, dann kennt er das genau. Wer diese Tür öffnen kann, wird große neue Macht erlangen. Doch sei dir bewusst, dass mit dieser solchen eine Belohnung eines großen Risikos verbunden ist. Hast du den Mut, diese Macht zu entfesseln? Ja, also gut. Los geht's! Ich spüre den Flow! Ha, Sechsel. Geil. We finally did it. Sechse. Here we go, Yuma. Yeah. Ah, die sind ein Charakter. Okay. Nice. Yuma und Astral sind ein Charakter. Okay. Also wie Jaden Jubel ein bisschen vergleichbar. Oder Lumis und Umbra. Ja. Ah. Oh. Hallo? Wo bin ich? Wir brauchen also Nummern. Und wir haben Yuma und Astral. Hä, man kriegt doch Utopia? Ah ne, man kriegt die nur als Fähigkeit. Okay. Dann ist das nämlich so, wie ich es vermutet habe. Wie bei, Oh, diese Musik ist cool. Und wir haben jetzt übelst viele Gems, Leute. I'm feeling the flow. Alter, diese Stimme ist ja mal zu kotzen. Boah, wer hat sich die denn ausgesucht? Mal gucken, was die Belohnungen sind. Oh, ist das klein. Aber man kriegt jetzt Tickets. Wie geil ist das denn? Ja, moin, Digga. Das ist ja mal richtig fresh. Man kriegt hier nochmal den Djinn. Gagaga Kind kann man kriegen. Und ab Level 30 ist auch schon Schluss. Ja, das ist ja mal richtig fresh. Dann kann man die ja easy leveln. Auf Maximum. Der kann auch Stufe kopieren. Hat der. Nice. Duellfutter. Kann er den... Ah, man kann seine Life-Monster mit erhöhen. Bereit für den Sieg. Sowas kann Krieger der Hoffnung. Füge dein Deck zu Beginn eine Nummer 39 Utopia hinzu. Kann verwendet werden, wenn deine Life Points unter 2000 reduziert werden. Lege eine Nummer 39 von deinem Deck, von deinem Friedhof in dein Deck zurück. Okay, ja, das ist nett. Wie sieht das Starterdeck denn aus? Das ist ja mal richtig kacke. Hat der eine Beschwörungsanimation? Neue Box eröffnen wir dann in einem separaten Video. Oh, das sieht schon geil aus. Huch! Oh Gott, das Einser! Huch, wie niedlich! Und ganz neue Charaktere offensichtlich. Wir gucken mal an, ob wir eine Beschwörungsanimation haben. Haben wir. Kann man die nach Dimension? Ich will nur von denen drei haben. Gut, jeder hat für sein eigenes Synchrovieh eine Animationsbeschwörung. Okay. Das sollte ja machbar sein. Machen wir mal gegen uns selbst. Number 39. Utopia. Ich bin auch mal gespannt, was der für Musik hat. Ob die gut ist. Das sieht schon witzig aus. Was der für Sprüche hat, aber seine Stimme ist scheiße. This is how we will win. Time to be the duel. Here goes. My turn. I'll play this. I activate my monster's effect. Here I go. I special summon a monster. So, wir haben ein Nummer 39 jetzt im Deck.
Nice. If I can high-five the sky, I can leap any obstacle. You gotta have a better reason for dueling. I end my... Here goes... What should I... My... I draw. I... My turn. What should I... No, it... I draw. Go, Yuma! Yeah! Stay focused, Yuma. Don't worry about me. Go! I attack with my mind. Der hat natürlich ein Gagagadeck. Take this. Wir tributieren jetzt die Kopfstoßmaus. Ja. Wir wollen nämlich unsere Suprex haben und dann in Utopia reingehen zu können. Get up, Yuma. I activate my quick. Rise up. Be careful. Do not let. I draw. It's playtime, Gaga Gaga child. I set a monster. I am it's. Yuma, be careful. I draw. Ich bin immer vorsichtig, Astral. Let's go. Jetzt holen wir unseren alten Freund Astral. I exceed summon a monster. Und zwar das Monster, das wir alle uns ersehnt haben, das ich mir ersehnt habe. Nämlich Nummer 39, Utopia. Rise on up, number 39, Utopia. Oh yes, oh fucking yes. Alter, ja geil. Die Sounds sind echt witzig. I set a card. Stay focused, Yuma. Don't worry about me. Take this. I attack with Utopia. Attack, Utopia. Rising Sun Slash. Yuma. I know. Rise up. I end my. You have not. Do not let. Yeah, I draw. I. You have, Yuma. Right. I draw. I'll play this. I tribute, I activate my monster's effect. From my hand, I activate a quick play spell. So, Utopia, end the game. Stay focused, Yuma. Go, Yuma. Ah! Easy. I see. We win, bitch. Dann können wir ja easy Yuma farmen. Ja, yeah, nice. Was ist der Auftrag für die? Ja, nice. Oh, das sieht cool aus. Wir haben ein paar neue Lydex jetzt bekommen. Nice. Ja, ich würde sagen, da haben wir schon die größten Änderungen des Games jetzt gesehen eigentlich, ne? Wir haben jetzt gesehen, dass Sechse natürlich erschienen ist. Exis-Beschwörung ist neu. Wir haben jetzt gesehen, dass in der Textbeschreibung immer was anderes aussieht. Neue Geräusche, neue Musik ist dazu gekommen. Die neue Hauptbox ist direkt mit dabei. Wir haben jetzt Utopia auch noch als Fähigkeit kann man erhalten. Und jetzt in der neuen Box kann man ihn als Extra-Karte noch bekommen. Und wie ich geahnt habe, sind die beiden ein eigener Charakter zusammen. Was mit den beiden ist, der Charakter ist erst ab 6 und er ist dann bestimmt ab, sie ist dann ab 10 verfügbar. Gut, dann werde ich das wohl, denke ich, mal machen, dass man die dann jetzt instant spielen kann, wenn möglich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video dann halbwegs zeigen, was jetzt und alles neu rausgekommen ist. Und dann sehen wir uns noch vielleicht in einer Boxbewertung und natürlich in einem Banlist-Video. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!